Hallo und herzlich willkommen auf lyrelda.de. Wir schauen uns nun den zweiten Teil der Wachstumsaufgabe mit dem Patienten an. Mit dem Patienten, der in der vorherigen Aufgabe eine einmalige Dosis von 200 Milligramm eines Wirkstoffs bekommen hat und danach keine weitere Medikamentendosis mehr. Nun soll sich das ändern. Und zwar hat dieser Patient nun doch täglich mit einer Tablette dieses Wirkstoffs versorgt werden. Und zwar soll die Einnahme immer alle 24 Stunden geschehen, zum Beispiel immer morgen oder immer am Abend. Und die Aufgabe ist die, dass direkt nach der Einnahme des Medikaments soll dieser ursprüngliche Pegel nach der ersten Einnahme, nämlich die von 200 Milligramm, wieder erreicht werden. Nun, wie gehen wir das an? Wir wissen ja, nach 24 Stunden nach der ersten Einnahme, nach der Einnahme von diesen 200 Milligramm, da ist ein gewisser Ansatz oder eine gewisse Menge des Wirkstoffs noch im Blut und genau diese müssen wir wieder auf 200 aufstocken. Das heißt, wir müssen erstmal schauen, wie viel ist nach einem Tag, also F von 1, noch vorhanden. Nun, wir wissen ja die Funktionsgleichung noch aus der ursprünglichen Aufgabe, das war 200 mal E hoch minus 0,3466 mal x. X ist in diesem Fall 1, können wir direkt einsetzen, bekommen wir die Lösung, nämlich 141,41 Milligramm. Das geschulte Mathematikerauge sieht hier, das ist irgendwie gerade 100 mal Wurzel 2, aber das tut ja eigentlich nichts zur Sache. Wenn wir uns das genauer anschauen, es sind 141,41 Milligramm nach 24 Stunden noch im Körper, ohne dass man was zugesetzt hätte. Nun wollen wir genau das auf 200 Milligramm wieder auffüllen. Das heißt genau die Differenz. Also die Differenz 200 minus 141,41, das sind 58,59 Milligramm, die wir hier wieder auffüllen müssen. Das heißt, der Patient muss jeden Tag eine Tablette von 58,59 Milligramm des Wirkstoffs einnehmen, damit eben dieser Pegel von 200 gehalten werden kann. Stellen wir uns das mal ein bisschen anders vor, ja, aus praktischen Gründen, weil wir werden kaum eine Tablette bekommen, die 58,59 Milligramm eines Wirkstoffs enthält. Hat das Krankenhaus vielleicht nur Infusionen da und nämlich gerade von jeweils 200 Milligramm des Wirkstoffs. Die Frage ist jetzt, wenn wir jeden Tag diesen Wirkstoff oder diese 200 Milligramm Infusion geben, welchem Maximalwert nähert sich dann das Ganze an, beziehungsweise die Konzentration oder die Menge des Wirkstoffs im Blut an? Und natürlich auch zum Schluss die Frage, wann sind 95% dieses Wertes erreicht? Nun können wir wieder so vorgehen. Wir wissen dieses Mal, haben wir einen gegenläufigen Effekt, nämlich den Effekt, dass jeden Tag 200 Milligramm reinkommen. Aber wir wissen ja auch aus den ersten Teilaufgaben, dass immer ein gewisser Prozentsatz von dem, was im Körper vorhanden ist, abgebaut wird. Nämlich gerade die Hälfte nach 2 Tagen. Das heißt, wir haben einen gegenläufigen Effekt und irgendwann pendelt es sich auf den Maximalwert ein. Genau diese Eigenschaften treffen auf das beschränkte Wachstum zu. Das heißt, wir haben in diesem Fall die Differentialgleichung des beschränkten Wachstums, das ihr hoffentlich noch im Kopf haben solltet, nämlich k mal s minus f von x. Ja, das heißt, die Ableitung der Funktion ist proportional zur Differenz aus Sättigungsgrenze und Funktion. Das nennt sich auch hier Sättigungsmanko. Also die Ableitung ist proportional zum Sättigungsmanko. Nun können wir hier mit Hilfe dieser Differentialgleichung arbeiten. Schauen wir uns erstmal noch die ursprüngliche Funktion an, f von x. Auch die solltet ihr im Kopf haben, die allgemeine Formel für beschränktes Wachstum. Die ist s minus f von 0 e hoch minus k mal x. Nun, wir sehen, s ist gesucht. F von 0 wissen wir, am Anfang sind 200 Milligramm. Und nun wissen wir natürlich auch dieses k. Wir hatten dieses k am Anfang schon gehabt. Das sind diese 0,3466. Wenn wir jetzt k gleich 0,3466 setzen, 3466, dann haben wir hier in der Differentialgleichung schon das meiste erfasst, nämlich f' von x entspricht dann, wenn ich das Ganze ausmultipliziere, k mal s minus k mal f von x. Und nun k mal s, das ist gerade das, was sozusagen jeden Tag reinkommt. Die Ableitung ist ja gerade die Änderungsrate. Das heißt, das, was jeden Tag sich an Bestand oder an der Wirkstoffmenge ändert. Das heißt, es kommt jeden Tag 200 Milligramm rein, also 200. Und dann kommt aber jeweils ein gewisser Prozentsatz dieser gegenläufigen Effekte abgezogen wird. Das ist k mal, also 0,3466 mal f von x. Das ist die Ableitung. Und hier steht, 200 ist gerade k mal s. Jetzt kann ich das wieder rückgängig machen, also wieder ausklammern.
Das heißt, hier steht dann 0,3466, ich klammer das K aus. Und hier steht dann 200 geteilt durch 0,3466 minus f von x. Vor dem f von x steht natürlich nichts mehr, weil wir das k ausgeklammert haben. Nun kann ich 200 durch 0,3466 ausrechnen. Ich meine, wenn ich es hier ausmultipliziere, müsste hier gerade wieder 200 rauskommen. Das hier ausrechnet, 200 durch 0,3466 sind 577,03. Das heißt, es steht dann da mal 577,03 minus f von x. Und schon weiß ich, genau hier sollte ja in der Differentialgleichung das S stehen. Das heißt, unser S ist 577,03 Milligramm.